wir haben es Gott sei Dank geschafft, dass das Handwerk wieder eine Renaissance erfährt, dass viele junge Leute wieder Handwerker werden wollen. Das ist richtig so. Wir brauchen auch die Studierenden, keine Frage, alles und das und die. Aber wir brauchen auch wieder die Leute, die anpacken, die was Schaufeln hinnehmen und arbeiten draußen. Und deswegen müssen wir diese Berufsgruppen gezielt unterstützen. Aber die Ampel macht das Gegenteil. Sie streicht jetzt die Mittel für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung oder kürzt sie zumindest. Das heißt, die Handwerksausbildung wird verteuert. Muss entweder der Freistaat Bayern oder die Betriebe oder wie auch immer die Lücken bezahlen. Auf der anderen Seite redet man immer von Integrationskursen und alle soll man in Arbeit bringen. Und die, die arbeiten wollen, die, die in der Ausbildung sind, die, die Handwerker werden wollen, dort wird gestrichen. Das ist eine Fehlentwicklung, das lässt uns auch nicht gefallen. Und ich habe das jetzt schon mehrfach am Minister Habeck mitgeteilt. Diese Mittel für die Handwerksförderung müssen bleiben, meine Damen und Herren. So zieht sie das durch alle Berufsgruppen. Wenn Sie heute mit den Pflegern reden, die ersticken auch in der Bürokratie und in den Vorschriften. Wenn Sie mit den Logistikern reden, die haben sie so, egal wo sie hinschauen. Wenn Sie mit den Ärzten reden, auch dort haben wir momentan Land unter. Auch hier eine Politik, die offenbar gezielt die freiberuflichen Haus- und Fachärzte an die Wand spielen wollen, damit wir am Ende nur noch investorengestützte medizinische Versorgungszentren haben, wo irgendwelche großen Geldanleger ihren Reibach machen und abhängig Beschäftigte die Arbeit erledigen, wo es am Ende nicht mehr in erster Linie um den Patienten geht, sondern um die Gewinnmaximierung. Das sind Fehlentwicklungen. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir bald keine Bauernhöfe mehr, sondern dann wird auch unser Land irgendwelchen Investoren gehören. Den Traktor darf der noch fahren, der wo schön brav ist und nichts sagt. Und am Ende, meine Damen und Herren, sind wir abhängig von Nahrungsmittelimporten aus der ganzen Welt. Dann haben wir bei uns alles stillgelegt. Dann können wir beim Fenster schön rausschauen, wie das Unkraut auf den Feldern wuchert. Aber der Kühlschrank wird leer sein und davor warnen wir. Und deshalb stehen wir heute hier in Landshut an vielen hundert anderen Orten in Bayern und Deutschland und sagen dieser Regierung, kümmere dich um die, die arbeiten, nimm die arbeitende Bevölkerung ernst und schau auf deine Bauern, denn eine Regierung, die sich nicht um ihre Bauern kümmert, die ist im Untergang geweiht und eine Gesellschaft, die wo die Bauern an die Wand spielt, meine Damen und Herren, wird über kurz oder lang den Bach runtergehen und das wollen wir verhindern. Wir brauchen unsere Bauern, damit Deutschland nicht den Bach runtergeht, meine Damen und Herren. Und ja, natürlich werden jetzt von heute auf morgen die Regierung nicht umschwenken. Die werden jetzt einmal sagen, wenn wir da jetzt nachgeben würden, würden wir ja das Gesicht verlieren. Nein, ihr verliert das Gesicht, wenn ihr trotzdem stur bleibt. Ihr verliert nicht das Gesicht, wenn ihr umkehrt und Einsicht zeigt. Der Lindner hat ja vor einigen Tagen gesagt, die Bauern haben sich verrannt, die Bauern müssen umkehren. Der muss in den Spiegel einschauen, der muss sagen, Lindner, du hast dich verrannt, Ampel, du hast dich verrannt, wir müssen umkehren, wir müssen uns auf unsere Bauern, auf unsere Handwerker, auf unsere Wirte, auf unsere Unternehmer, auf unsere Spediteure wieder konzentrieren, müssen denen die Hand reichen und müssen sagen, wir müssen dieses Land von unten her wieder stärken. Entschuldigung, wir haben uns verzockt, indem wir den Bauern noch mehr Lasten aufbürden wollten. Wir müssen euch entlasten und nicht belasten. Also wenn sich jemand verrannt hat, dann ist es die Ampel, aber nicht die Bauern, meine Damen und Herren. Sondern den vollen Steuersatz rückerstattet, Biosprit steuerfrei, rote Gebiete nur noch nach Nährstoffbilanz bewirtschaften. Das heißt, jeder, der
genauso viel düngt, wie er erntet, darf das tun und soll keine unsinnigen Düngevorgaben bekommen. Dann haben wir noch die ganze Thematik mit Wolf und Fischotter. Auch das ist ja ein Trauerspiel, meine Damen und Herren. Die deutsche Bundesregierung will ja das Weltklima retten und will den weltweiten Terrorismus in den Griff kriegen. Und was sie alles wollen, meine Damen und Herren, die wollen die ganze Welt retten. Aber sie sind nicht mal in der Lage, zu Hause auf den Almen draußen die Kühe vor dem Wolf zu retten. Wir haben seit Jahren nicht mal in der Lage, ein Gesetz hinzubekommen auf Bundesebene, dass man den Wolf den günstigen Haltungszustand zuteilt und sagt, wir dürfen den anständig bejagen, genauso den Fischotter. Es ist ein Trauerspiel ohne Ende. Seit Jahren schaut man zu, wie die Fischteiche geplündert werden, wie die Schafe, wie die Rinder gerissen werden und stehen schulterzuckend daneben, weil die Ideologen in Berlin verhindern, dass wir dort umsteuern. Und das ist jetzt der Punkt, dass man einfach sagt, Ideologie hinter stellen, Pragmatismus vorneweg und das Ergebnis zählt. Und nicht 100.000 Vorschriften erfinden. Und wenn die Bauern alle aufhören, dann zu sagen, naja, das habe ich jetzt nicht geglaubt, dass die alle aufhören. Meine Damen und Herren, wir müssen vom Ergebnis her denken. Und wenn wir sehen, dass die Bauernhöfe momentan wegsterben wie die Fliegen, dann muss man doch was ändern in dieser Politik. Also, dass die Jungen sagen, jawohl, ich will den Hof wieder übernehmen. Aber wenn ich schon sehe, dass der neu gebaute Schweinestall schon wieder den Erfordernissen nicht gerecht wird, die man sich einfallen lässt. Und wenn man sieht, und auch das spreche ich heute an, dass die Marktmacht des Handels mittlerweile so groß ist, dass die Preise durchdiktieren und der Bauer nehmen muss, wo er kriegt oder zu Hause bleiben soll mit seiner Ware, dann ist das eine Fehlentwicklung. Und ich rufe auch die Handelsketten auf, den Bauern faire Preise zu bezahlen, nicht denen immer mehr Vorschriften und Zwänge zu finden, sondern faire auskömmliche Preise zu bezahlen. Sonst zerstört sich der Handel die eigene Rohstoffbilanz. Und wir haben bald kein Schweinefleisch und kein Getreide mehr aus Deutschland, sondern da kommt halt das Getreide aus der Ukraine morgen, dann kommt halt das Schweinefleisch aus China. Das ist nicht unser Ziel und deshalb auch der Handel muss mit den Produzenten faire Bedingungen einführen und das heißt für mich auch Abnahmeverträge, wo drin steht, wenn ich Milch zu folgender Qualität liefere, bekomme ich Preis Y und wenn mir der Preis zu wenig ist, dann kann ich anstatt Milch zu erzeugen mit diesem Mais eine Biogasanlage füttern, dann sage ich, okay, wenn du meine Milch nicht willst, wenn du keine Butter erzeugen willst, weil du das Geld nicht dafür zahlen willst, dann wird halt Energie erzeugt, genauso bei Getreide, da muss man im Vorfeld wissen, was man kriegt, genauso wenn man Schwein abliefert im Schlachthof, muss man im Vorfeld wissen, was man bekommt. Nehmen Sie mal ernster, sonst gibt es bald keine mehr. Das sage ich